Hallo, willkommen zu meinem Wochenrück- und Ausblick Nummer 4. Mein Name ist Gerhard Oehler. Wir sehen hier diverse Indizes im Vergleich. Wenn man sich das so anschaut, dann kann man erkennen, dass eigentlich diese Woche abwärts gerichtet gewesen ist. Hier jetzt das speziell der Dow Jones sehr deutlich zu sehen, wie es runtergegangen ist, aber auch immer wieder die versuchten Zwischenerholungen. Wir sehen auch den DAX, der erst am Freitag so richtig abgegeben hat. Im Future allerdings, also nach 17.30 Uhr. Nun ein interessanter Chart. Was sehen wir hier? Nichts anderes wie die Fed-Bilanz in Braun gehalten. Des Weiteren sehen wir auch in Grün Japans Bilanz und in Lila, hochinteressant, die Bilanz der EZB. Nun kommen wir zum Dow Jones, und zwar nämlich den Tageschart. Ich habe hier bewusst den Future genommen. Pfeil signalisiert das Hoch, seitdem ich sage Short ist die Bewegung. Hier die kurze Erklärung, was das überhaupt für eine Kerze ist. Was erwarte ich? Ich erwarte kommende Woche eine kleine Korrektur und danach den Weg nach unten. Hier sehen wir den DAX, der in der vergangenen Woche eine Seitwärtsbewegung hatte. Meine Kunden im Premium-Dienst erhielten diesen Chart am Donnerstag am Abend, die Prognose für den Freitag. Also ein bisschen hoch und dann noch etwas runter, und so ist es ja eigentlich gekommen. Nun muss dieser Bruch erfolgen oder der Ausbruch nach oben. Ich tendiere eher nach unten. Nun kommen wir zur Nasdaq. Die Nasdaq steht an einem entscheidenden Punkt. Auch hier eine kleine Korrektur und dann sollte endlich der Bruch vollzogen werden. Dies ist nun der VIX-Chart von der letzten Woche. Ich ging davon aus, dass jetzt ein wohler Impuls kommt. So sahen wir dies auch. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Ein möglicher Ausbruch in den kommenden Tagen ist durchaus möglich. Als nächstes schauen wir uns diverse Aktien an. Wir starten da gleich mit einer Prognose von Boeing, und zwar nämlich eine etwas ältere Prognose vom letzten Jahr. Tatsächlich gehen wir nach unten. Was erwarte ich jetzt? Ja, nach einer etwas Seitwärtsbewegung sollte der Weg nach unten erfolgen. Nun kommen wir zu Apple. Hier habe ich ja diesbezüglich ein eigenes Video, das verlinke ich euch. Nun kommen wir zur Microsoft-Aktie. Diese sollte abprallen und das eigentliche Short-Ziel erreichen. Ähnlich ist es auch bei Intel. Wenn man sich das etwas genauer anschaut, so hat man das 2000er-Hoch noch nicht erreicht. Nun kommen wir zu McDonald's. Hier sehe ich eher fallende Kurse zur langfristigen Trendlinie. Auch bei PayPal sollte es nun zu korrigieren beginnen. Schön zu sehen, wann ich long gesagt habe. Visa, auch hier eine Korrektur, ebenso auch Mastercard. Und natürlich auch bei American Express wachsen die Kurse nicht in den Himmel. Nun kommen wir zu den Rohstoffen, Bitcoin und Währungen. Wir starten diesbezüglich gleich mit dem Gold. Selbsterklärend, letzte Woche sagte ich nach oben und danach sollte es tiefer gehen. Ähnliches ist auch beim Öl. Auch hier jetzt eine kleine Korrektur und dann geht es tiefer. Nun etwas ausführlicher zum Bitcoin. Diesen sehe ich hier einen Boden bei etwa 8.041. Danach muss man genau schauen, ob es dann nachher tatsächlich wirklich dreht. Dort haben wir die Trendlinie von oben kommend. Nun zum Euro-Dollar. Auch hier ist noch ein Stück des Weges zu gehen und dasselbe geht auch bei der Krisenfluchtwährung Schweizer Franken. Die kommende Woche wird recht interessant. Schwerpunkt natürlich Dienstag und Mittwoch mit Apple, aber auch mit Tesla, Microsoft und Facebook. Okay, gut, ihr könnt es ja selbst lesen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis zum Mittwoch. Tschüss.